Hallo und herzlich willkommen zu Outlast. Ja, gestern die Abfrage, nein, die Umfrage, ne, das Special Video, was ja ein bisschen daneben gegangen ist, hat ergeben, dass die meisten von euch Outlast sehen wollen. Also mal wieder ein kleines Horrorspiel. Ja, dann wollen wir auch mal nicht lange quatschen, sondern ich würde sagen, wir fangen gleich einfach mal an, ne? Neues Spiel. Outlast. Ah ne, vorlesen muss ich ja nicht, ne? Könnt ja Pause drücken. Da geht's los. Ladebildschirm. Lade und lade und lade. Und da ist was. Und wir fahren Auto. Muss ich den Wagen nur selber fahren oder ne, der fährt von allein. Das ist so schön. Also da im Hintergrund wird jetzt gesprochen, ne? Hört ihr das? Oder quatsche ich zu viel? Ich quatsche. Oh. So, da sind wir auch angekommen. Endlich. Wir hören den Radiosender 107.9. Radio und Musik, nur von uns. So, ich muss mir das immer mal schnell durchlesen. Werde vielleicht beobachtet. Ich weiß nicht, soll ich das vorlesen oder nicht. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Aha. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich sie gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hatten. Hätten? Ach so. Was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Und ich denke mal, dafür sind wir zuständig. So, check. Webcam läuft. Ach ne, Digicam. Zoom funktioniert. Licht geht. Super. Jetzt noch aus dem Auto raus. Ah! Türgriff haben wir auch gefunden. So, deine Ziele werden in deinem Notizblock-Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notiz N und gesammelte Dokumente J. Also, drücken wir mal Tabulator. Ziel: Untersuche die Nervenheilanstalt Mount Massive. Notizen haben wir noch keine. Dokumente haben wir der Informant. Und zurück und schließen. So, ich gerade die Soundeinstellung noch mal ein bisschen senken. Dabei habe ich die schon so weit runter. Und zurück zum Spiel. Wir wollen ja loslegen, ne? Ah, hier können wir unsere Kamera einschalten. Zoom tun wir mit dem Mausrädchen, das ist auch schon mal schön. Also rechte ist. Hier kommen wir jetzt nicht durch. Aber ich habe gerade dort noch eine Tür gesehen. So, drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt.
Ergebnisse aufgenommen. Deinem Notizblock wurde ein Eintrag hinzugefügt. Drücke N. Mir wird schon. Also mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ordner anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition. Ausbeuterisches Profil, als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Knack. Und weiter. Also wie ihr jetzt schon bemerkt habt, geht es hier um eine Heilanstalt, Nervenheilanstalt anscheinend. Okay, hier kommen wir erstmal nicht durch. Machen wir es doch erstmal ganz simpel. Verschlossen. Ah! So, Steuerung links gedrückt, um in die Hocke zu gehen. Now und jetzt. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Maus nach oben und Maus nach unten hinein und hinaus zoomen. Das Fenster offen, ne? Ja. Also so sieht es hier ja schon mal ganz schick aus, nicht? Ich versuche jetzt mal hier reinzugehen. Auch abgeschlossen. Was soll denn der Scheiß? Ja, da müssen wir wahrscheinlich oben durch das offene Fenster. Ja, wie man sieht, ist da auch eine Leiter. Deswegen wahrscheinlich auch die Beschreibung, wie man zoomt. Didi. So, und ich glaube, ich muss jetzt selber hier hoch. So, drücke leer, wenn du vorwärts bewegst und über einen Abgrund springst. Oh. Drücke Leertaste, um nach oben zu springen. Drücke Leertaste, um zu klettern. Drücke Steuerung links, um dich fallen zu lassen. Wir wollen ja hoch, ne? Also, die wollten hier wahrscheinlich auch die Außenfassade neu sanieren. Ach, da. So, und jetzt? Drücke F, während die Kamera bereithält, um die Nachtsicht von deinem Camcorder anzulegen. Beachte, dass Nachtsicht Batterieverbrauch und bla bla bla. Genau. Also. Ja, hier ist jetzt das Licht ausgegangen, meine Stromrechnung nicht bezahlt, ist aber auch nicht weiter tragisch. Wie gesagt, wir wurden ja darauf hingewiesen, dass wir ein Nachtsichtgerät haben an unserer Cam. So, wahrscheinlich müssen wir hier durch. Drücke linke Taste um öffnen und halte linke Maustaste gedrückt. Und warum? Ah, um eine Tür langsam zu öffnen. Drücke leer. Ja, aber so früh wird ja einem Spiel auch noch nichts passieren, ne? Hier ist nichts, also wir müssen zwischendurch immer wieder nach Batterien Ausschau halten. Hier ist auch erstmal nichts weiter, außer dass wir... Aha.
Okay, hier scheint doch irgendwas zu sein. Ja, nur keine Batterie, leider. Naja, gut, okay. Bewege dich in Richtung der engen Stelle, um dich hindurchzuzwingen. Enge Feuchtgebiete. Was? Wusch. So, haben wir hier schon was? Ja, eine Batterie haben wir gefunden. So, Batterie benötigst du für das Infrarotlicht deines... Ja, schon ist es wieder weg. Der Text kommt so schnell und geht so schnell, dass ich nichts lesen kann. So, hier ist, glaube ich, nichts weiter. Oder war hier noch eine Notiz? Nein. Ich muss jetzt die Batterie wechseln, weiß nicht, wie es geht. Ich bräuchte allerdings auch keine Batterien verschwenden, weil hier noch Licht ist. Von dort bin ich gekommen. Und wir haben was bekommen. Gesammelte Dokumente J werden in deinem Notizblock-Tabulator aktualisiert. Also, gesammelte Dokumente J. Projekt Wallrider. Krankenbericht von Williams. Irgendwer. Das hier lese ich aber jetzt nicht alles vor, ne? Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerter, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität im beispiellosen Umfang beobachtet. Fahre vor Stufe 4. Stufe 4 Hormondiagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit. Oh, Kinders! Zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. Ah ja. MRI ergab arrhythmische REM, N-REM-Zyklen. Lachen in REM-Phase. Anmerkung. Billy erkundigt sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Bluträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung, die einzige Person namens Traeger, alter Schwede, die in den Unterlagen unter Namen aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Die Texte sind teilweise doch recht mühselig zu lesen. Bis jetzt wurde ich immer noch nicht darauf hingewiesen, wie man überhaupt diese scheiß Batterie wechselt. Naja. Weiter geht's im Alphabet. Egal. Wir haben ja keine Möglichkeit. Was? So. Ein Luftschacht. Ach, hier oben. Welcher Onkel war das denn? Scheiße. Na ja, gut, zum Zoom ist denn. Ah, komm ich hier raus? Nee, leider nicht. Also müssen wir weiter.
So, und wie ich davon ausgehe, müssen wir hier runter. Aber bevor wir hier runterspringen, machen wir jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann zur nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Ciao.